diese Weiterbildung für junge Arbeitnehmer in kleinen und mittelständischen Unternehmen findet 4 Tage in Paris und 4 Tage in Düsseldorf statt. Das Ziel ist, diese jungen Arbeitnehmer speziell für den deutsch-französischen Bereich zu qualifizieren. Die Weiterbildung wird ebenfalls vom deutsch-französischen Jugendwerk unterstützt. In einem der Seminare in Paris vergleichen die deutschen und französischen Teilnehmer ihre unterschiedlichen Herangehensweisen an bestimmte Situationen im Berufsalltag. Schönes interkulturelles Thema. Wie ist die französische Lösung? J'ai appris une information particulièrement importante. Et la question c'était de savoir qu'est-ce que je fais de cette information en fait. Quelque chose qui s'est dégagé, c'était de dire ça dépend de si l'information est positive ou négative. Si elle est positive, je vais reporter directement à mon supérieur direct. Si l'information était négative, on va peut-être se concerter d'abord avec un collègue de confiance pour qu'elle nous fasse moins de tort, nous, en tant qu'employés, en fait. Ich würde jetzt mal die Deutschen bitten, das zu kommentieren. Ja, ich würde das nicht differenzieren, weil wenn die Information wichtig ist, ist es ja egal, ob es nun positiv oder negativ ist. Für mich ist es wichtiger, meinen Chef zu informieren und nicht, dass ich für mich gut dastehe. Es kostet ja Zeit, zuerst das Ganze mit seinem Kollegen zu besprechen. Das heißt, die Zeit bis zur Lösung, weil ich muss ja mit M2 sprechen, verzögert sich weiter. Und wie wir gerade hier in dem Training sehen, Konflikte kommen auf. Ich regle sie auf meine Art, auf meine deutsche Art. Und man wundert sich, dass die Probleme letztendlich nicht erfolgreich mit Franzosen gelöst werden. Und mit den Franzosen geht es genauso. Warum? Weil die gelernte Kultur eben sehr unterschiedlich ist. Qu'est-ce que vous emmenez de ces deux exercices? C'est un individualisme versus teamgeist complètement. Et, enfin, ça donne envie justement d'aller plus vers cet esprit d'équipe et de réagir plus comme le côté allemand. Ich bin Halbdeutscher und auch zweisprachig und ich wollte seit immer schon einen Job zwischen Deutschland und Frankreich finden. Und ich war also geschwind auf der Website von der Offage. Und da habe ich geguckt und habe ich diese Ausbildung gesehen und da habe ich mich gleich beworben. Vraiment au quotidien, je ne travaille qu'avec des Allemands et du coup j'ai énormément de questions à poser sur la manière dont on persuade des gens de notre point de vue, comment est-ce qu'on négocie, sur la manière de s'adresser aux Allemands d'une manière générale. Neben der Schulung zu den interkulturellen Unterschieden behandelt die Weiterbildung in Paris auch die Grundlagen von Import und Export und die Betriebsansiedlung deutscher Unternehmen in Frankreich. Die Firma BioCircle Surface Technology GmbH in Gütersloh. Hier arbeitet Thailand Sagier, ehemaliger Teilnehmer der Weiterbildung 2011. Was halt sehr, sehr herausgestochen ist, ist einfach, dass der persönliche Aspekt jetzt auf dem französischen Markt oder in einer französischen Geschäftsbeziehung sehr, sehr viel wichtiger ist oder sehr viel mehr im Vordergrund steht, zunächst als im deutschen Geschäftsverhältnis. Im Endeffekt ist es so, dass ich zum Beispiel als Vertriebler in Deutschland zu einem Unternehmen komme und sofort mein Produkt erkläre. In Frankreich lernt man zunächst die Person kennen und leitet dann so in das Thema des Produktes oder des Verkaufs oder der Dienstleistung, was auch immer man anbietet. Die jungen Arbeitnehmer sind oft eigenverantwortlich tätig, ohne weitere Kollegen in ihren Bereichen. Thailand Sagier unterstreicht deshalb die Bedeutung des Erfahrungsaustauschs während der Weiterbildung. In dem Seminar wurden Sachverhalte angesprochen, die ich auch selber täglich erlebe, das mir aber nicht so bewusst war. Ich nehme das wahr und meine Kollegen sehen das aber auch so. Das heißt, man kriegt nochmal eine Bestätigung. In Düsseldorf findet diese Schulung bei ThyssenKrupp statt, in dem Mercedes-Werk. Dort gibt es auch eben eine Werksbesichtigung und man sieht auch den Unternehmensalltag. In Düsseldorf haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, ihre eigenen Projekte zu diskutieren. Die Gruppe wird zur Expertenkommission. Das wäre das Format. Sie stellen vor, Sie erzählen vielleicht 10 Minuten, worum es bei Ihnen geht, welche Ziele Sie haben, was Sie machen möchten. Und dann werden wir alle uns mit Fragen damit beschäftigen und gucken, wie weit wir damit kommen. Ich wollte einfach mal wissen, ob es vielleicht Ideen gibt, wie man deutsche Geschäftsleiter ansprechen kann, dass man ihnen einmal unsere Dienstleistung vorstellt, unsere Region, was wir bisher gemacht haben. Vielleicht würde ihnen dazu was einfallen.
Es gibt in jeder Stadt einen Wirtschaftsförderverein. Und ansonsten gibt es bei der IHK, ja, Industrie- und Handelskammer, auch Kontaktbörsen. Okay, gut. Das und man muss nicht irgendwie wild irgendwelche Branchen abtelefonieren, sondern man geht an die Unternehmen, die bereits da sind, und fragt, was braucht ihr? Und mit der Botschaft kann man dann anders kommen, weil man dem deutschen Unternehmen sagen kann, wenn du kommst, hast du bereits einen potenziellen Kunden vor Ort. Mhm. Ja, das heißt, die logische Kette ist sicherer, als einfach nur zu sagen, wir haben den Pôle d'Excellence Agri-Alimentaire. Ja. Ja, zu sagen, Dupont et Frères braucht das. Wer kann das bei euch? Wir haben auch Unternehmensvertreter, die berichten, wie man sich entwickeln kann auf dem Markt, speziell auch für Marketing, Kommunikation, ganz gezielt aus der Praxis. Mein Titel ist Country Manager, das heißt zuständig für die Entwicklung der Firma in Frankreich. Wir sind quasi eine Art Vermittler, eine Frachtenbörse, eine Plattform, wo sich Spediteur, Verlader, Frachtführer treffen. Nicht jeder kennt eine Frachtenbörse, auch in der Branche nicht. Ich muss das erklären können und präsentieren können. So hat es angefangen. Ich habe einen Kollegen von mir, der hatte einen Newsletter bekommen, irgendwas mit TV5. Ich habe einfach angerufen. Es hat Monate gedauert, bis ich irgendwann einen Werbespot für meine Firma drehen durfte. Das für 600 Euro in Paris. Jeder kann das machen. Wirklich. Man muss von sich selbst überzeugt sein und sich immer wieder melden. Irgendwann klappt das bestimmt. Und ich habe danach immer diesen Werbespot benutzt, um das online zu stellen und wieder das gleiche Spiel. Facebook, YouTube, andere Plattformen und so weiter. Also Facebook ist kostenlos. Das ist Zukunft. This is the future. Facebook ist aber nicht unbedingt da für die Kundenakquise. Es ist mehr für die Kundenbindung da. Wenn ein Kunde muss sich beschweren, er macht direkt das auf Facebook und kann alle die Kunden sehen. Mhm. Ja. Und also es ist nützlich, aber es ist auch... Das kann auch gefährlich sein, aber es ist wie alles. Es gibt Kunden, die sofort schreiben, Programm ist wieder ausgefallen, der Tag fängt schlecht an. Dann schreibt mein Kollege, ah, kein Problem, ja, wir wissen es schon, wir sind dabei, das Problem zu beheben. Danach bedankt er sich auch. Ah ja, super, er fühlt sich auch gut betreut. Hier habe ich ein Spiel gestartet, das war in der Urlaubszeit. Timocom schreiben einfach auf verschiedene Weisen. Dann hatte man Timocom auf dem Sand, Timocom mit LKW, Timocom. Das ist Werbung. Social Media, das läuft. Und ich würde sagen, dass wir dabei sind und die Chance haben, zu antworten und zu reagieren, das ist immer noch besser, als zu beobachten oder das nicht mal zu sehen. Diese Fortbildung ist ein Pilotprojekt des DFJW in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Französischen Handelskammer.